Der Weg für den EU-Haushalt und die milliardenschweren Coronavirus-Hilfen ist frei. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen Kompromiss zum neuen Rechtsstaatsmechanismus. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Ungarn und Polen hatten aus Opposition zum Rechtsstaatsmechanismus den Etat und die Konjunkturhilfen mit ihrem Veto wochenlang blockiert. Zuletzt war deswegen der Unmut unter den übrigen Mitgliedsländern immer mehr gestiegen, sodass diese eine Regelung unter Ausschluss Warschaus und Budapests ins Auge fassten. Mit dem jetzt gefundenen Kompromiss können die im Juli beschlossenen Coronavirus-Rettungsmaßnahmen Anfang nächsten Jahres ausgezahlt werden. Vor allem die von der Pandemie stärker betroffenen Staaten Südeuropas hatten darauf ungeduldig gewartet.